Liebe Kinder, hallo. Das ist das zweite Video in der Reihe. Ein Finger so stark wie vier und vier Finger so stark wie einer. Nun, ihr habt jetzt mit Sicherheit mit den einzelnen Fingern gearbeitet und seid schon in der Lage, ganz toll eigene Melodien zu spielen. Die nächste Übung ist ein kleines Unterkapitel einfach und Gott sei Dank wird es in unseren Übungen jetzt leichter werden. Denn am Anfang hatte ein einziger Finger die Aufgabe, so stark zu sein wie vier. Aber es gibt natürlich auch noch die Situation, dass man beispielsweise an eine Baustelle kommt mit seinem besten Freund zusammen und dann kann man natürlich auch zusammenarbeiten. Ich werde euch jetzt eine kleine Übung zeigen, wie wir mit unseren Fingern zusammenarbeiten können. Und zwar fangen wir wie immer auf der Eselseite an. Wir haben den ersten und der erste bringt seinen besten Freund mit, nämlich den zweiten Finger. Und diese Finger zusammen erkunden jetzt die Geige. Sie sind zusammen unterwegs und wollen alles kennenlernen. Nun, so kann die Reise beginnen. Ich mache es so, dass ich sage, zwei Freunde zusammen sollen auch so stark sein wie vier. Deswegen laufen sie einfach vier Schritte. Und zwar 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und es geht viel leichter, merkt ihr wahrscheinlich schon. 1, 2. Das waren jetzt vier Schritte. Gehen wir rückwärts wieder zurück. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und ihr merkt schon, was zwei Freunde zusammen erreichen können. Sie können eine riesige Melodie spielen, die ganz bis nach oben klettert. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir gehen rückwärts zurück. 2, 1, 2. Wenn ihr das geschafft habt, dann gehen wir zu unseren nächsten beiden Freunden. Der erste hat sich überlegt, jetzt irgendwie auf der Baustelle, mir tut mein Rücken weh. Ich mache lieber Pause, ich möchte in den Urlaub fliegen. Der erste Finger ist verschwunden. Da steht der zweite alleine da. Und er ruft seinen dritten Finger an, nämlich seinen zweiten besten Freund, und sagt ihm, komm, wir beide zusammen, wir schaffen das. Wir lernen jetzt zusammen die Geige kennen. Also nehmen wir unseren zweiten Finger, 2, 3, und wir laufen einmal hoch, 4 Stufen, und wieder runter 4 Stufen. Also die erste Stufe, die zweite Stufe, die dritte Stufe, und zurück. 3, 2, 3, 2. Nur mit zwei Fingern allein. Ist das nicht unglaublich, was die beiden können? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Genau. Und merkt ihr schon, dass diese beiden zusammen auch richtig stark werden? Schauen wir uns das letzte Pärchen an, nämlich 3, 4. 3, 4. Der zweite Finger hat gemerkt, jetzt habe ich ja schon für zwei gearbeitet. Jetzt habe ich einmal zusammen mit dem ersten gearbeitet und einmal mit dem dritten. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich möchte gar nicht mehr heute weiterspielen. Na, das sollst du mal schön alleine machen, denkt sich der zweite Finger. Und verschwindet, denn er ist ein Butterbrot. Plötzlich ist der dritte Finger ganz alleine da und denkt sich, was soll ich denn machen? Rufe ich mal meinen kleinen vierten an, meinen kleinen Bruder. Und vielleicht schaffen wir das ja zusammen auf der Geige. 3 und 4. Und ihr wisst, das sind unsere kleinsten Finger, also sind sie unsere schwersten.
Wir machen es ein kleines Stückchen langsamer. 3, 4, Achtung. 3, 4. Und ihr seht der erste und der zweite, die sind beide im Urlaub. Der ist ganz weit weg und der macht sich gerade ein Butterbrot, ne? 3, 4. 3, 4. Und noch ein. 3, 4. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. Ich mach's noch einmal. Schaut genau zu. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. Okay, wenn ihr das geschafft habt, dann untersuchen wir einmal die ganze Geige. Wir lernen die ganze Geige dabei kennen. Und hinterher könnt ihr es natürlich so machen, dass ihr mal selber ausprobiert. Wie ist das denn, wenn mein zweiter und dritter Finger jetzt eine völlig eigene Melodie spielen? Wenn sie vielleicht wie ein Lied spielen. Hier machen wir jetzt nur die Technik. Also, mit dem ersten Finger auf der dicken G-Seite. Erster Finger und zweiter Finger. Vier Stufen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zurück. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Schauen wir uns 2 und 3 an. 2, 3. Schauen wir uns 3, 4 an. Und wenn ihr das geschafft habt, dann müsst ihr ein großes Lob an euren kleinen Finger aussprechen. Denn was euer kleiner Finger da gerade geleistet hat, das ist wie, als würdet ihr ein Pferd hochheben. So viel Arbeit hat euer kleiner Finger gerade geleistet. Sehr, sehr gut. Bravo, kleiner Finger. Ich bin stolz auf dich. Gehen wir zur Du-Seite. 1, 2. Zwei, drei. Drei, vier. Und schon wieder hier der kleine Finger, der so viel arbeitet. Vier, drei. Sehr gut. Gehen wir auf die Alterseite. Und ihr merkt mit Sicherheit, was euch mit einem Finger, was relativ langsam funktioniert hat, funktioniert hier mit zwei Fingern schon ein kleines bisschen schneller. Wir dürfen ein kleines bisschen schneller spielen. Eins, zwei. Zwei, drei. Drei, vier. Sehr gut. Damit sind wir fertig mit dieser Übung. Wir haben es ja am Anfang auf der E-Seite gemacht. Und jetzt haben wir es über alle Seiten gespielt. Schaut vielleicht am Ende mal, was gelingt mir denn mit diesen zwei Fingern zu spielen? Vielleicht schaffe ich es ja, mit meinem ersten und mit meinem zweiten Finger alleine ein Stück zu meistern. Nun, welche Melodie mag mir da einfallen? Welches könnte ich denn mal nehmen? Beispielsweise Alle meine Entchen. Das ist ein gutes Stück. Tolle Arbeit, ihr beiden. Das habt ihr super gut gemacht. Darf ich euch präsentieren? Mein erster und mein zweiter Finger. Tada! Super gemacht.